Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme bei Let's Play Minecraft. Und wie ihr seht, ist die liebe Gerda dabei. Hallo, hallo, hallo. Grüezi. Juhu. So, ja, sonst war's das erst einmal. Die Tabu wird später dazu stoßen. Rode kann heute nicht. Mein Bruder und seine Freundin, die beiden, die können heute auch nicht. Heute ist Mädelsabend. Genau. Ne? Jawohl. So, ich will. Werden wir dem Ganzen mal eine weibliche Note geben. Genau. Ein paar Blümchen hinstellen und so. Ja. Ja, hast du ja auf dem Fußboden schon ein paar eingearbeitet, eingewebt. Genau. Okay. Ja. Ich werde mich bei der Außenwand aber trotzdem daran halten, wie sie bisher war und so weitermachen, glaube ja. Ich, denke ich. Ich werde das jetzt hier nochmal abreißen und bis hier hingehen. Ach so, damit beide gleich in der Mitte von den Säulen sind. Was ne? natürlich blöd ist, dann ist das hier natürlich nicht mehr, ne? Ja. Dann endet das natürlich abrupt. Nee, das dann. Ist in Ordnung, finde ich. Es endet eins früher als dieses hier. Du könntest höchstens hier, damit es gleich wird, hier diese Reihe auch rausmachen und einen Abschluss machen, vielleicht aus dem Granit hier. Dann hättest du hier als Abschluss ja diesen dunkleren Ton, das orange gefärbter war. Dieser hier, nee. Auf dem ich stehe. Ich glaube, das ist normaler, oder? Ja. Was ist denn das? Das ist normaler Ton. Normaler Ton, ja, okay. Aber von der Farbe her würde es sehr gut passen zu dem Granit, jedenfalls in meinem Texture Pack. Und dann hättest du das eingefasst, beides eingefasst. Du kannst natürlich auch ganz kühn sein und dir Ton schwarz färben und dann rechts und links einen schwarzen Streifen reinlegen, sozusagen als richtig fettes Outline von den Mustern. Wäre auch eine Möglichkeit. Weiß ich nicht. Vielleicht probierst du an einem Abschnitt einfach aus, was dir am besten gefällt, wa? Ja, ich guck mal. Ich mache jetzt erstmal die Seite. Ich geh mal fassadenwärts schon mal schauen. Alles klar, ich hole mir mal gebrannte Dose. Ach, Leute, 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 unser kleines zierliches Bauwerkchen. Ja. Nein, echt mal. Wir hatten ja eben drüber gesprochen, dass man ja sehr klein aussieht in der ja. Kirche, ne? Habe ich mir schon gedacht, so, da müssen wir den Dom ja jetzt kleiner bauen. Ja, nee, es ist, man kann sich ja historisch dazu stellen, weil die Zeiten sind ja einigermaßen vorbei. Wobei ich immer noch denke, dass es gibt eine sehr große Glaubensgruppe, wenn man sie so nennen will, in Deutschland, das sind die Atheisten, die kommen eigentlich überhaupt nicht zu Wort. Die gehen immer so ein bisschen unter. Okay. Naja, sie haben die eigentlich einen eigenen Verein, so wie die Kirchen? Und Einfluss wie die Kirchen. Die Kirchen haben ja bei allem Mitspracherecht. Bildungswesen, ne? Religionsunterricht. Boah, da fragst du mich jetzt gerade irgendwas, ob die irgendein. Meines Wissens nicht. Mir ist nicht bekannt, dass die Menschen, die nun keiner Kirche angehören wollen, da irgendwas hätten. Weiß es nicht. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich mich noch nie mit befasst, weil Kirche jetzt eigentlich nicht so meins ist. Ja, eben, ne? Es gibt ja viele Leute, wo die Kirche nicht so ihrs ist. Die sollten ja mal auch mitreden dürfen. Sonst ist das ungerecht. Also ich weiß, ein mittlerweile leider verstorbener Freund von mir, der war ja aus der Kirche, hoppala, ausgetreten. Ja. Also der hatte, ja, zwar irgendwo eine Art Beerdigung gehabt, aber auch irgendwo wieder nicht. Also es war irgendwie,
komisch. Das war alles, also das war bei uns in so einer kleinen Kapelle. Und wir hatten das Lied, ich weiß nicht, ob du das kennst, Niemals geht man so ganz. Nee, kenne ich nicht, aber klingt gut für den Anlass. Na, also das ist echt ein schönes Lied. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von dir bleibt hier. Aha. Und ja, aber Schön. das war's dann auch schon, ne? Also, wobei ich sagen muss, die Beerdigung gestern von meiner Tante, die ging auch nur eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde. Ja, und das war's. Meine Güte. Dann ist sie noch dann zu meinem Onkel dann beigesetzt worden. Und das war's. Aha. Also die Beerdigung meiner Eltern, die ging schon ein bisschen länger. Da gab es so eine kleine Friedhofskapelle vorne und da hat die bei der Beerdigung meiner Mutter hat der Pfarrer gesprochen und bei der Beerdigung von meinem Vater hat die Pfarrerin gesprochen. Das fanden sie dann auch irgendwie so, ja, war ganz nett. Ja, Keine Ahnung, also was soll ich sagen? So ist es ich eben, fand ne? halt gestern irgendwie ging, dass das viel zu schnell ging. Aha. Aber die Kirche weiß, wie die einen zum Heulen kriegt, ey. Wir saßen, ja, ohne Scheiß, wir saßen gestern in der Kirche, ne? Also das ist nicht Kirche, es war so eine kleine Kapelle auch, ne? Und ich war eigentlich so ganz gefasst und so, ne? Weil meine Tante, die hatte so einen Sekundentod gehabt, ne? Also Aha, das wirklich Beste, was man kriegen kann. richtig kurz und schmerzlos, ne? Und aber ich, als diese scheiß, sag schnell, Orgel da auf einmal anfing, boah, da konnte ich nicht mehr. Also die wissen echt, wie sie einen zum Heulen kriegen. Ja. Das ist doch auch gut. Das muss ja auch, wenn es irgendwo in dir drin steckte, muss es eben auch raus. Ja, das Punktum. stimmt. Was soll sein? Braucht man sich ja nicht schämen oder sonst was. Ja. Ja. Und wie sieht dein Terminplaner aus? Für was wie jetzt? Für heute? Für das, wenn wir irgendwann nochmal aufnehmen. Wenn wir irgendwann nochmal aufnehmen, ja, lass mich mal gucken. Wo sind wir denn heute hier? Heute sind wir da. Nächsten Samstag könnte ich, weil ich Samstag Frühdienst habe und Ja. dann bin ich abends klar. Den Samstag danach würde ich nur sehr ungern, denn ich habe Sonntag Frühdienst. Also da muss ich früh ins Bett, denn ich muss um 6 aufstehen dann am Sonntag und das klappt nicht. Ja, Ja, cool. und dann das letzte Wochenende im Juli bin ich wahrscheinlich mit Packen und Vorbereiten beschäftigt, denn am 1. August fliegen wir nach Island. Oh, schön. Und dann bin ich 3 Wochen weg. Oh, dann können wir Und ja dann. ganz lange nicht aufnehmen. Richtig, dann wird das erst Ende, das letzte Augustwochenende wird das dann erst wieder was. Nee, da bin ich dann weg. Da bist du weg, siehst du, so überschneidet sich das dann und dann kriegen wir Entzugserscheinungen. Das wird ganz böse. Also, was habe ich jetzt gesagt? Ja, die nächsten. Also nächsten Warte mal. Samstag können wir auf jeden Fall noch mal Nächsten zusammen. Samstag können wir auf jeden Fall nochmal, Okay, ja. dann frage ich nämlich auch meinen Bruder, weil der wird auch noch mal gerne mitmachen. Ach, wie schön. Ne? Ja, ist ja nett. Und seine Freundin, denen hat's echt gut gefallen. Aha. Ach, das ist ja schön. Finde ich auch. Und dann können wir ja nächste Woche, wenn du magst, auch nochmal zusammen aufnehmen. Ja, gut. Hatten die nicht irgendwie gesagt, sie haben so mächtig viel zu tun? Also heute können sie nicht, weil Lisas Eltern ja da sind. Ach so, ja. Na, die sind ja jetzt essen. Meine Eltern sind ja jetzt auch gerade in Düsseldorf.
Die lernen sich gerade kennen. Genau. Sehr spannend. Ja. Und deswegen, also ich denke mal, dass die nächste Woche Samstag können. Gut. Frag ich mal, Rode ist dann auch wieder dabei. Ach, ich stehe hier mit dieser Seite völlig auf dem Schlauch, muss ich gestehen. Warte, ich komme mal zu dir. Das sieht hier ganz anders aus als auf der anderen Seite. Wenn ich rumlaufe, so. Soll ich mal nach drüben gehen und mal gucken? Ich muss auch noch mal nach drüben gehen und gucken. Komm mal mit, bitte. Ich glaube, ich habe aber einen kleinen Fehler schon gesehen. Oder? Sieht das gerade nur so, hoppala, so aus. Nee, ich komme mal mit rüber. Ja, guck dir das mal hier an. Also da müsste ich, so eine Kante. Das sieht hier ganz anders aus. Warte mal, ich mach mal davon ein Bild auf mein Handy. Ja, mach mal bitte. Dann können wir das mitnehmen nach drüben und dann kannst du mir ansagen. So, dann machen wir mal. Blenden wir mal aus. So. So, Halt. ich gehe schon mal wieder rüber, Ja. denn ich weiß schon mal, dass die eine Kante da falsch ist. Dann muss ich mal was anderes. Da muss ich mal Oh, abreißen. ich habe ausversehentlich Blitz drin. Das darf natürlich nicht sein, sonst sehen wir das nämlich nicht. So. Und dann stellen wir uns Die einmal ist, diese Kante ist schon mal falsch. Die muss weg. so hin. So, jetzt habe ich mal Bilder gemacht. Komme ich mal wieder rüber. User joined your channel. Da kommt jemand. Hallo. Hallo. Hallöchen. Aha. Lange nicht gehört, Mensch. Richtig. Hi, Tabo. Ich bräuchte für Hamachi mal die Netzwerk-ID und das Passwort. Das hab ich nicht mehr. Ich schicke dir das jetzt über WhatsApp, das mache ich nicht Ja, das ist. öffentlich. Nee, nee, ja, Ja. klar. Und dann kannst du mir auch gleich die Nummer für Minecraft schicken, für den Mehrspielermodus. Ja. Super, danke. So, warte, mal eben in WhatsApp reingehen. So. Eine Fackel, komm her. So, Gerda. Jetzt sind wir hier und nicht in Mexiko. Nicht in wo? In Mexiko. Wenn man jetzt hier so davor steht. Ja. Dann muss man bedenken, dass es spiegelverkehrt ist. Ja, und zwar müssen wir das abreißen. Was müssen wir abreißen? Und zwar, ich mache das jetzt mal mit buntem Stein, ja, Ja. zum Veranschaulichen. Zwar, wenn ich mich jetzt mal hier. Zack, zack. Nein. Hey.
Wenn ich jetzt hier hoch auf der anderen Seite geht, hoppala, die Säule, die wir jetzt hier haben, hier schon hoch. Dann wieder hier. Echt? Ja. Geh mal gucken. Das ist direkt an dem gemeißelten Stein dran. Hi Tabu. Hallo. Hallo. Nee, Steffi, die ist da, das ist neben dem Fenster drinne. Ja, das habe ich ja gerade so eingezeichnet. Auf der gleichen, die steht aber noch nicht vor. Die nächsten zwei stehen dann vor. Dann kommt Fenster. Das ist direkt am gemeißelten Stein. Ja, und sie ist genauso flach wie der gemeißelte Stein. Und auf der also anderen Seite, wo es falsch ist, ist es ein weiter nach links. Hallo, Tabo. Hi. So. Also die, das müsste jetzt so richtig sein, wie ich es gemacht habe. Diese, es ist so schwer, das so zu sagen, dass andere Menschen das verstehen. Also ich habe mir das Bild ja fotografiert. Na? Ja. Und laut Fotografie... Ich nehme jetzt nur mal so ein bisschen Stein, weil ich sonst davon nichts habe. Ist die Säule schon hier? Nee, also das ja. Ich habe es so nicht. Auf meinem Bild. Ich kann es dir gerne schicken. Das ist an dieser Seite hier. An dieser Seite so. Aber an dieser Seite nicht. Ich bin hier an der Innenseite, Gerda. Geh nochmal gucken. Ich habe das Bild gerade vor mir. Ich kann es dir ja nicht, leider nicht schicken. Das ist leider kein WhatsApp. Aber, also gucke. Das hier ist die Seite vom Dom. Wir kommen hier jetzt von der Westfront an. Wir kommen an. Mhm. Und wir haben hier Fenster. Ja. Und das Fenster hat diesen gemeißelten Stein als Rahmen. Mhm. Und diese Steinziegel... Auf, drüben auf der anderen Seite, die springen hier nicht schon neben dem gemeißelten Stein eins vor. Doch. Komm, wir gehen gucken. Mhm. Ich sause durch. Du läufst ja einen Wolf in diesem Spiel. Echt, wenn das in echt wäre, ich wäre schon längst rank und schlank. Oh ja. Und könnte Marathon laufen. So, oh, ja. Hier haben wir dieselbe Geschichte. Wir kommen also von hier, kommen wir von der genau. Westfront an. Mhm. Dann haben wir hier ein Fenster und das Fenster hat einen gemeißelten Stein als Rahmen und die Steinziegel sind genauso tief drin und springen nicht vor. Doch klar, ich guck mal, hier ist doch der gemeißelte Stein. Ja, du bist aber am anderen Fenster. Bei diesem Fenster hier springt der gemeißelte Stein nicht vor. Der ist genauso tief drin wie bei dem Fenster. Ach, dann haben wir gerade aneinander vorbeigesprochen. Ich war nämlich bei dem Fenster hier dran. Okay. Ja, bei dem Fenster hast du recht. Da stimmt das. Da stimmeriert das. Okay. Das ist das Blöde, dass das nämlich spiegelverkehrt ist. Das haut einen immer so aus dem Latschen. So, und aber die hier ist... Ja, warte mal. Die sind aber schon eins vor. Die ist eins vor und die ist eins vor und muss dann zwei rein. Oh, mal gucken, ob ich das drüben hinkriege. Hm. La, 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 la. Ich kann ja mal gucken, ob ich dir das Bild über MMS, also als SMS, aber als Bild... senden kann, habe ich. Da krieg ich wieder eine Krise, was ich bei meinem Handy für Knöpfe drücken muss. Und muss ich dann sowieso über Mail aufmachen. Das heißt, ich muss raus und ins Mail-Programm. Ach so. Gucke, ne?